Genau. Hallo Leute, herzlich willkommen Nee, zurück. nee, nee, nix hallo Leute, nee, 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 Nix hallo Leute, was denn nur? Hallo Leute. Nee, wir checken erstmal, ob das jetzt alles korrekt ist. Ja, es ist alles korrekt. So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde des Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Fans. Wir können da hinten noch links abbiegen. Links abbiegen. Mit dabei ist der Kill Bill. Hallo. Und mit dabei ist die Mary. Hallo. Oh, und wir spielen hier Version 2.02 Beta, Revision 900 übrigens. Habt ihr das gewusst? Nein. Oh, hi. Deswegen sag ich's euch. Ja. Es können auch jetzt wieder neue Zuschauer mit eingeschaltet haben. Ja. Deswegen sage ich das jetzt. Weil wir haben ja letztes Mal einen riesen Aufruf gemacht, dass ihr eure Mutter, Verwandten, Kinder, Töchter und alle mit einladen sollt, euch zu liken, posten und so. Und wenn ihr, falls ihr zufällig Studenten seid, dann sagt eurem Professor, ja, ich möchte hier was mal in die Tafel schreiben, eine ultra wichtige mathematische Formel und so, und dann schreibt ihr einfach. Nein, halt, ihr malt einen QR-Code an die Tafel, wo dann die URL zu dem YouTube-Kanal LOMP Counter LP, minus LP, ne, ist so, macht ihr das. Ja auch. So ungefähr, wenn das klappt, dann schickt ihr mir davon ein Foto, gemacht mit einer Handykamera. Und zwar an help@lompcounter-lp.de. Also Bescheid. Aber nur wer Bock hat. Nur wer Bock hat. Nee, nicht nur wer Bock hat, ihr müsst das machen. Das ist Pflicht. Ihr müsst es. Weil ansonsten spielen wir nämlich dieses Spiel nicht weiter. Oh mein Gott. So, das heißt, wir bleiben jetzt hier stehen, bis das passiert ist. Ist natürlich blöd, dass diese Aufnahme in dem Moment noch gar nicht released ist, aber. Ja, genau. Just genau da lang habe ich gedacht. Wir sind gefangen. Ja, ich habe doch gesagt, wir sind da unten noch. So. Oh mein Gott. Pass auf. Wie politisch. Jetzt gehen wir dort nochmal hin zu dem Stein, ne? Mhm. Und dann drücken wir dort nochmal. Da war doch gar kein Stein. Soll man drücken? Ja, aber einfach mal drücken, ja. So als wäre da. Weißt du, wie schmeckt? Vielleicht muss man da irgendwie was drücken. Was willst du denn drücken? Die Luft drücken? Ja! Ah, okay. Dann machen wir das. Klingt zwar merkwürdig, aber vielleicht ist ein Geist. Komisch, ist aber so. Ja. So, Kirbel, mach der Mother Heiling. The Mother of Heiling. Heile. Drückst du heilen? Kannst du auf alle? Nee. Nee. Wen muss ich jetzt heilen? Ja, dich und mich. Beide. Und Mary. Eigentlich alle. Alle. Ja, kannst du mich auch heilen. Sind mach wir eine Heilrunde. Heile, heile, Segen. Oh, jetzt hat er gerade geschrieben. Nein, Vorschlag gerne in Liste. Oh. Hallo, das hat man doch schon ein paar Mal vorgeschlagen, wie es Ding ist. Sprungfeder, na, oder Schmeiß-Pac-Man. Schmeiß-Pac-Man. Was machen wir die Vorschläge überhaupt, wenn das eh nicht durchliest? Ich na. Special Man. Aber doch schon, ich schreibe das jetzt einmal. Du guckst das LP gar nicht. Ja. So, warte mal. Ich will nur mal hier drücken, nicht, dass hier irgendwas kommt. Was willst du tun? So. Okay. Dass wir dann ganz monstergeil daran vorbei rennen. So, ich sag dir jetzt, was abgeht. Wir gehen jetzt zu dem Stein und gucken mal, ob da in der Luft irgendwas ist. Ja, da hätten wir aber jetzt da oben lang gemusst, ne? Warum? Ich denke hier lang. Nee, stimmt, du hast ja recht. Killbill, Mann, du hast recht. Ey, ich weiß, ich hab immer recht. Wieso gab's da noch einen zweiten Weg? Ich hab's jetzt gar nicht registriert. Nee, da kommen wir zum Eingang. Wieso macht er sich jetzt einen Eiszauber in einer heißen Welt? Das bringt ja gar nichts. Kann ich dir sagen. Doch, das bringt was. Ja? Doch. Das bringt kurzzeitig Kühlung, ja. Okay. Springflamme. Ja, nein, nicht ganz. Ja, mach Intelligence, dann kannst du besser heilen. Yeah. Ich dachte, was das bringt. Normalerweise würden wir hier, Flammenrüstung uns geben, ne? Dass wir quasi weniger Schaden haben. Ja. Ach so, und dann macht er dann Eisschaden. Dann aber mit... Ja, genau, da macht er Eisschaden. Das macht Sinn. So. Ja, aber der wusste nicht, dass wir uns nicht verzaubert haben. Hab jetzt gerade mir gedacht, ich stell mal noch, warum speichere ich jetzt? Na, ist egal. Hab gerade mal noch den Timer gestellt, da ziehen wir uns einfach 3 Minuten bei dem Timer ab und dann haben wir wieder 15 Minuten und fertig. Ich habe das jetzt geschrieben, dass wir das schon im Video ein paar Mal gemacht haben. Alter, hast du auch Alter dahinter geschrieben? Alter, nee, Alter, musst du jetzt schreiben. Ja, ich kann nicht, ich muss laufen. So, guck. So, jetzt sind wir ja an sich erstmal korrekt, ne? Aber. Voll korrekt, Alter. Drücken wir mal hier. Drücki. Nee. Den Geist kann man auch nicht wählen, ne? Das Mama Popo. Okay, dann musst du also noch einen anderen. Also, entweder gibt es jetzt noch einen anderen Weg. Oder auch nicht. Die letzte Variante. Also, wir gucken jetzt mal noch nach einem Alternativweg. Und die letzte Variante, das ist das, was mir vor dem Video eigentlich schon eingefallen ist, das, was ich eigentlich offline testen wollte, ist, dass wir einmal Lufti rein und damit dann getriggert haben, dass die Gegner jetzt da sind. Nee, die sind ja vorher schon getriggert. Ja, weißt du ja nicht. Vielleicht sind sie erst getriggert, weil wir Lufti genommen haben. Das glaube ich nicht. Ja, ich sag dir, wie es ist, weil hier muss ein Gegner sein, hier unten drin.
Und jetzt war hier keiner. Also außer wir finden jetzt noch einen zweiten Weg. Ja, deswegen gucken wir jetzt noch einen zweiten Weg. Ich würde Vitality nehmen. An deiner Stelle. Ich würde Gehirnschmalz nehmen. Vitali und Vladimir, ich bin so stark wie ihr, habt Hände so groß wie Paddel. Und einen Brustumfang wie Nadel. Was? Was singt denn ihr von Müll? Stefan Raab. Ach du Scheiße. Ewig altes Lied, voll geil. Okay, kenn ich gar nicht. Damals hat er noch. Es ging noch irgendwie weiter. Naja. Tja, keiner weiß es. Ja. Das weiß nur Mr. Rob. Persönlich. Mr. Ruffy. Der Ruffy. Mr. Ruffy. Ruffy, der Mr. Ruffy. Ja. Irgendwas mit, würdet ihr den Dieter Bohlen mal kräftig den Arsch versohlen? Komm dann später. Cool. So, jetzt mach ich mich mal wieder ein bisschen stärker. Ja. Was die Mary noch weiß. Voll krass. Mann, du Mann. Ja. Besonders die besonderen Textstellen, die kennst du auch. So, ich meinte eigentlich nämlich hier lang. Ich hab da immer mitgesungen. Ja, ja, heimlich. Ah, schön Arschversuchen, geil, fetzt. Voll krass. Guck mal, was tanzt denn der Typ da oben eigentlich rum? Der will zaubern. Ja, da ist ein Weg oben. Ja, wir müssen da mal versuchen hinzukommen, ey. Das ist nämlich der Weg, den wir gehen müssen. Donnerklinge. Das kann natürlich sein, ja. Das ist der geheimnisvolle Geheimweg. Mhm. Schon wieder der Master of Weg. Der Master Weg. Der Master Weg. Heili Geili! Kill Bill! Hammer Cross! Heilen! Hier ist der geheime Weg. Ja, du musst heilen, Kill Bill. Achso, ich soll heilen, sagt's doch gleich. Ja, machen wir doch. Ich hab's nur 10-mal gesagt. Die sagen eine halbe Stunde lang, Kill Bill, du musst uns heilen und nie machst du es, weil du gerade Pizza holen bist oder so ein Scheiß. Gar nicht wahr, ich geh Pizza ausliefern. Achso, ja, deswegen bist du mal kurz weg, na gut, okay. Ja, das dauert aber einen kleinen Moment, bis ich bei den Leuten bin, weißt du? Okay. Die warten ja, Pizza wird kalt. Ja, da gibt's einen 30% Rabatt. Genau, das kann man nicht machen. Deswegen muss ich ab und zu mal Pizza ausbauen. So 20% Rabatt auf jede Pizza, ohne Stecker. Und mit Papoil. Oh, wie beim Praktika. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich Praktika in ganz Deutschland oder gab's? Gab's. Insolvenz. Ja, na, das weiß ja inzwischen fast jeder. Sollte. Ja, die haben zu viel 20% gegeben. Ja, das waren zwischendurch nochmal 40, wa? Zu viel 20%. Warum sind wir nicht erstmal nach oben in die Höhle? Weil hier das nach authentischer, nach Endboss aussieht. Ja, aber authentischer nach Speichern wäre auch geil, oder? Nach authentischer Endboss wäre auch gut, oder? Ja, authentisch aufs Moppel, Junge. Ich glaube, der Speicherpunkt, der kommt ja auch nochmal kurz vorher. Also pisst denn da mal nicht ins Hemd, ey. Also ganz authentisch, sag ich da mal, nee. Wetten? Guck mal, ich zeig mal, wie es geht. Wenn Anni rankommt, ja. Voll geil. Ja, ich hab das voll komisch. Anni, Alter, mitten über der Lava, so. Und weißt du warum? Ja, weil du der Vater von dem Charakter aus Dragon Quest bist. Genau. Du hast geschnallt. Du bist der Vater. Ich bin der Dad. Der Master Dad. Du bist Dad? Du bist Toad? Ja. Toad what? Nicht. Scheiß Princess, weißt du? Prince of Persia bist du. Ja. Okay. Nein, Princess Toad. Finden wir jetzt noch mehr Analogien zu anderen Spielen? Ja. Niederschreiben! Oh. Jetzt hat er... Oh. Nein, sie ist dead. Der Marco hat gerade geschrieben, niederschreiben sollen wir das. Aber hatten wir das nicht auch in den Google-Dings reingeschrieben? Ich schreibe nochmal alles im Forum auf, aber... Nein, nee, im Forum hat man das geschrieben. Nein. Zeitlupe kämpfen. Also wenn es wo steht, dann stand es... Pick. Wenn es dann stand es im Google-Ding. Guck dir mal die Augen von dem Ding an da, krass. Schreib alle Fehler im Forum auf eigentlich. Ja, aber das hast du nicht geschrieben mit dem Sprungding. Sprung Pac-Man. Ja. Guck's nachher nochmal nach. Und ja. Sehe, ich hab's auch geschrieben. Irgendwie ist die Höhle größer geworden, kann das sein, ja? Ja, wir kamen doch zu manchen Gebieten. Ja, da hat er gesagt, ich bin blöd. Da sind wir doch wegexplodiert worden. Naja, stimmt. Ach so, und die Gottesbestie hat jetzt die Tür aufgemacht. Ja, weil ich sag, komm her, ja, ich hab was Feines. Ich hab was Feines für euch. Feini Schoki, Laudi. Ja. Man soll aber fremden Gottesbiestern niemals vertrauen. Genau, nimmt nichts von fremden Gottesbiestern an. Und geht auch nicht mit ihnen mit. Macht ein Passwort aus. Ja, und es ist ganz wichtig ist zu sagen, wenn dann die Gottesbestie ankommt und dann sagt, hier, ich hab Schokolade, steig in mein Auto, dann müsst ihr sagen, wie lautet das Passwort? Ja. Und dann gucken die raus und dann kannst du wegrennen. Vor dem. Ja.
Ich trau mich nicht. Anna? Ich trau mich. Oh, wer hat denn da rübergegangen? Wir haben uns so abgesprochen vorhin, als du nämlich kurz deine Pizza ausliefern musst, haben wir gesagt, hier, wenn das nächste Mal so eine Truhe ist und Kibbel will dir holen, dann rennst du aus dem Bildschirm raus. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Schiebung. Schiebung. Ja. Was? Holst du jetzt deine Pizza, oder was? Ich hab gerade bei dir geklingelt. Spring im Mai gerade seine Pizza, also nicht wundern. Heil mal bitte. Kilbe hört dich sowieso nicht. Nee. Boah, fuck, ich was hab gerade gesagt, weil ich gerade dir deine Pizza gegeben habe. Jetzt bin ich tot wegen dir. Oh, guck mal, ich muss mir gerade selber noch heilen, tut mir leid. Ja, ich tu die ganze Zeit heilen drücken, hier passiert rein gar nichts. Was ist denn hier los, Mann? Ja, weil du tot bist und wir sind. Ja, ich hab mich doch gerade noch geheilt. Wir sind Game Over, oh mein Gott. Oh mein Gott, sind wir. Okay, bewegen wir, weil du uns nie heilst, Alter. Und ich hab die ganze Zeit gedrückt, ich war schon tot. Ja, du gehst ja Pizza ausliefern Pizza und so. Du hast die Pizza geholt. Du hast die bestellt, Mann. Du hast die mit Giropay sogar bezahlt. Ja. Toll. Scheiße. Ja. Die Qual der Flammen, sag ich dann nur, ne? Wollen wir vielleicht irgendwo anders hingehen erstmal und, Nee, wieso? Weil die ja voll stark sind. Ja, weil du Pizza holen musstest. Boah, ja, Pizza am Arsch. Müssen wir uns einfach mehr konzentrieren, dass man nicht sterben kann. Übrigens, eine Bratkartoffelpizza schmeckt eigentlich auch ganz lecker, ne? Ah, ja. Ja, doch. Ohne Scheiß. Wir müssen ab jeden Fall, weil du hörst die Musik, weil ich höre das nicht, wenn es bling, bling, bling macht. Bling, 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 bling. Ich habe hier ein Lautlos. Das ist gut, weil ich nämlich nicht geblickt habe, wo ich bin. So, ich habe hier Lautlos. Der Mary hat wahrscheinlich auch Lautlos. Du bist der Einzige, der es hört. Bling, ich bling. Ich höre es auch. Bling. Und ich bin im Computer. Kibbel, ich sage extra schon Bling. Du machst es trotzdem nicht. Na, weil ich das nicht, ist ja nicht authentisch, dein Bling. Bling, bling. Besser? Mann. Nee, du musst sagen, heilen oder, ey, sag mal irgendwas speziell mit einem Codewort. Ja, warte. Ich heile. Nee, das Codewort lautet... Nein. Popoöl. Das Kennwort. Das Kennwort dazu lautet Mullewapp. Nee, das ist nicht einleuchten, genau. Okay. Schmodderkacke. Nee, auch nicht. Eingetrockneter Ententümpel. Nee, Codewort ist, ich sterbe. Code. Zu langweilig. Ich habe irgendwas Neues gelernt. Stein. Geist. Ja, du kannst uns einmal ein bisschen verhexen, jo. Einer Proma. Das ist alles nur für Gegner. Und das ist irgendwie. Ist das ein Fehler in der Grafik? Oder ist das irgendwie? Ja, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Naja, das ist ein Fehler. Das ist halt schon so. Voll. Jetzt bin ich wieder hin, Alter. Bling. Tot. Ja, schön, dass du einmal gesagt hast. Ja, das ist schön, dass du auch gesagt hast, wenn ihr eine halbe Stunde im... Zwei sind tot. Mary, du lebst noch. Los. Mary. Du musst uns wieder... Wie? Ihr seid beide tot? Ja. Ja, weil du... Ja, klar. Was ist jetzt los? Du tust jetzt mich heilen, ja, und dann tust du einen Pick meinetwegen heilen. Jetzt mal ein bisschen mehr Konzentration hier. Das gibt's ja gar nicht, ey. Das ist doch der Richtige hier mit seinem Pizza. Ja, ich hab kein Bling. Du bist der Einzige, der hier das hat, Mann. Bling. Mary, stopp gleich. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich mal Kontrolle über meinen Charakter kriege. Ach so, warte mal, Herr. Nee, du bist es ja mal. Nee, ich konnte nicht bewegen, ich hab's probiert. Ich hab jetzt mal gerade das weggedrückt, jetzt kann ich mich bewegen. Nee, ja, dann warte mal, nee, das bist du jetzt. Du hast dich bewegt. Nein, das bin ich nicht. Ich hab nichts gemacht. Ohne Scheiß. Ich kann nicht bewegen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ist ja kein Wunder, dass ich sterbe. Oh Mann. Mary, du musst dich jetzt mal wiederbeleben und dann irgendwie killen hier mal. Das ist ja voll komisch jetzt gerade gewesen hier. Ich kann mich nicht bewegen. Aber irgendjemand bewegt den doch. Verstehe ich nicht. Ich check's nicht mehr. Wer bewegt den jetzt? Ich bewege nichts. Ich bin ich. Ich bewege auch nichts. Ich bewege jetzt hoch. Oder ich drücke jetzt mal Select. Jetzt bin ich Hawk. So, jetzt bin ich niemand mehr. Jetzt bin ich Hawk. Ist Mary jetzt Player 1? Mary, beweg du dich mal? Ja, Mary kann sich bewegen. Mary, genau. Drück mal Start. Ja? Ich check's nicht. Jetzt drück du mal Start. Jetzt bin ich Mary. Jetzt drück Start. Ja, hab ich. Ich check es nicht. Jetzt bin ich Mary. Jetzt bin ich wieder ich. Oh mein Gott.
Verdammt, wir gehen weiter, seid ihr bescheuert? Ja, geht denn hin? Ich bin nicht weitergegangen. Kippe ist bestimmt weitergegangen. Nein, ich kann nicht weiter, ich kann doch nichts mehr bewegen. Ich bin doch lebensmüde, Mann. Fuck. Oh, fuck, ey, der Dritte ist weg. Ich glaub, das ist jetzt so natürlich maximal weiter. Ungünstig, ja. Hier oben steht ja auch Player 2 von 3. Press Escape to drop. Ja, du bist Player 2 von 3. Ach so. Ich bin Player 1. Aber wieso kann ich den nicht bewegen? Ich hab keine Ahnung. Ich kann ihn nicht bewegen. Aber der steht da bloß du rum, ne? Ja. Geh mal rum. Ich kann auch nichts machen. Ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Oh mein Gott. Okay. Ich bin raus. Ich bin jetzt Mary. Cool, ich bin jetzt Mary. Nein! Jetzt weißt du, wie es ist. Da muss ich nicht mehr reinkommen ins Game. Fuck. Ja, wir müssen wahrscheinlich eine Aufnahmepause machen. Eine Zwangspause. Hm. Aber das machen wir nur, wenn wir gespeichert haben. So, das heißt jetzt hier keine Zeit verschwenden, an den Gegner vorbeirennen, bitte. Ja. Ja, wer geht denn jetzt nach unten? Ja, ich nicht. Ich kann nicht bewegen. Jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Autsch. Au. Komm, mach dich vom Acker hier, ja, Schweinepriester. Weil wir haben jetzt das Gefühl, dass wir jetzt uns zu dritt bewegen. Ja, tu mal auch. Warte jetzt. Ich bin Mary, so ist scheißegal, komm jetzt an los. Wir müssen hier resetten. Ich check's nicht, ey. Jetzt bin ich. Ja, und dann rummeckern, ne? Nicht aufladen. Wie soll ich das machen, wenn ich nicht bewegen kann? Das sei richtig, nee. Oh. Na okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2. Echt? Haben wir den ganzen Part schon geschafft wieder? Naja, es lohnt jetzt nicht hier noch wegen 2 Minuten, ja. Ah, nee. Achso. Ja. Gut, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Tschüss.